Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016, meine Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. So, heute geht es um den großen Preis von Russland. Wir sollen das Rennen auf dem 8. Platz abschließen, unseren neuen Rivalen Daniel Ricciardo besiegen und unseren Teamkollegen. Und Fahrermeisterschaft 8. Platz. Jo, Qualifying lief sehr gut, wir konnten mal wieder die Pole Position für uns entscheiden. Bin mal gespannt, ob wir diesmal auch einen Rennsieg holen können. Damit springen wir gleich ins Rennen. Ich darf Sie alle zum großen Preis von Russland begrüßen. Hier in Sotschi, nicht weit von der georgischen Grenze entfernt, bereiten wir uns auf das Rennen vor, das uns 2015 einen packenden Thriller lieferte. Eine Kollision zwischen Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas in der letzten Runde sorgte damals zusätzlich für Aufregung. Hoffentlich bleibt heute alles fair. Das an der Schwarzmeerküste erbaute Sotschi Autodrom ist eine 5,8 Kilometer lange Strecke, rund um einige der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2014. Die Strecke ist, was Überholen angeht, sehr schwierig, denn an vielen Ecken ist es extrem eng. Allerdings gibt es auch viele schnelle Passagen. 56% der Strecke werden mit Vollgas gefahren. Insgesamt muss man sagen, diese Bühne ist der Formel 1 würdig. Während wir auf das heutige Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht 1 bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sauber startet also von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen, Rosberg, Sebastian Vettel und Perez. Hülkenberg, Ricciardo, Verstappen und Marcus Ericsson. Button, Alonso, Pascal Wehrlein und Sainz Jr. Grosjean, Hayanto, Danny Quert und Valtteri Bottas. Gutierrez und Massa. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, schauen wir uns mal die Strategie an. Die sieht soweit gut aus. Jo, Benzin ist auch okay, lassen wir so. Dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Schlechter Start. Hamilton kommt richtig gut weg. Ja, muss ich zurückstecken. Ja, das ist jetzt aber eine schlechtere Linie. Oh, da geht's aber zur Sache. Hä? Ich hab doch. Was? Oh, puh. Hamilton. Wie hab ich denn jetzt noch zwei Warner gekriegt? Das ging ja schnell. Ich weiß nicht, ob ich die Kollision mit Hamilton jetzt verursacht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Ja, ist ja gut. Negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Also ich habe Hamilton, glaube ich, berührt eben. Könnte sein, dass ich schuld war. Aber was die Verwarnung gegen Rosberg sollte, kann ich mir gerade nicht erklären. Ich habe kein Auto berührt zu dem Zeitpunkt. So, jetzt darf ich Gas geben.
bisschen. Seid aber auch pingelig hier. Boah, Leute. Alter, Mann. Heute sind sie aber echt pingelig hier mit der Zeit. Wie lange soll ich denn noch fahren? So, jetzt können wir endlich fahren. Das Safety Car einholen. Vorne ist es. Mehre dich dem Safety Car. Du führst, also überhole es nicht. Bleib hinter dem Safety Car. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Ja, dann müssen wir mal Gas geben, die Jungs. Jawohl. Auch mager gestellt, kann eigentlich auch Standard lassen. Das wird ja noch ein bisschen dauern. Sparen wir sowieso genug. Und so viel Benzin dürfen wir auch nicht haben. Ja, ich würde sagen, das ging relativ schnell, ne, mit dem Safety Car. Diesmal. Mal gucken, wann das Safety Car reinfährt. Wahrscheinlich wieder jetzt 3 Runden mindestens. Bleibt es draußen. Ja, ich würde sagen, geht schon mal turbulent los. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, sorry dafür. Das hat sich beim letzten Rennen auch als positiv bewährt, während des Safety Cars in die Box zu fahren. Das machen wir. Schauen wir mal. Können wir auch wieder eine Aufholjagd starten, das gefällt mir auch gut. Auch wenn das Safety Car jetzt rausfährt, haben wir trotzdem was gewonnen. Glaube ich zumindest. Machen wir das mal. Bin gespannt. Ich vermute, dass das Safety Car jetzt reinfährt. Safety Car fährt noch nicht rein. Okay.
dann fahren wir mal an die Box. Wir holen da wieder das Safety Car nicht, also müssen wir auch aufpassen. Upsala. Kehre an deine Position zurück. Es gelten die Safety Car Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position. So, jetzt werden wir wahrscheinlich auf den letzten Platz fallen. Erstmal. Aber macht nichts. Keiner macht einen Boxenstopp, nur wir. Und damit ist unsere Strategie, glaube ich, auch erledigt. Ja. Ah, guck mal, schön. Wir kommen nicht mal als letzter raus. Kehre sofort an deine Position zurück, sonst erhalten wir eine Strafe. Ah, guck mal. Während der Safety Car Phase ist das Überholen verboten. Direkt hinter unseren Teamkollegen. Sehr cool. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Das heißt, wir können uns auch durchfahren. Das Safety Car müsste jetzt eigentlich auch so langsam reinfahren. Sieht doch sehr gut aus bisher. Bin gespannt, ob die Strategie klappt. Schön. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ich würde sagen, es hat doch 1A geklappt. Bisher. Super Strategie. Vom Safety Car rein. Und jetzt nächste Runde gleich raus. Der Safety Car fährt raus, meine ich. Ja, rein. Sorry. Gleich wieder. Da ist viel Benzin geladen gerade. Deswegen werde ich nicht so schnell sein. Du siehst es, Markus. Markus ist direkt vor dir. So, machen wir hier Stallorder. Zack, schon in den Punkten. Mit den Boxenstops. DRS gibt es noch nicht. Gleich erst. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 0,7 Sekunden. Oh, da fahren ein paar rein. Perfekt. Strategie geht auf. Sehr schön, Windschatten. Sehr schön. Ja, also wir haben Max Verstappen vor uns. Hier besonders aufpassen.
Wie ihr gesehen habt, der hat uns ja schon rausgekickt einmal. Schnitten eben. Komm, saug dich ran, sauber. Sind wir auch drin. Der fährt in die Box, sehr schön. Der Max hat das Problem schon mal weg. Das DRS wurde aktiviert. Gut. DRS ist jetzt aktiviert. Sehr schön, und kriege ich auch gleich. Perfekt. Und vorbei. Warte schon der erste Platz, wäre da keine Chance gegen uns. Come on, sauber. Ich sehe, ich bremse auch ziemlich früh. Will ja gar keinen Flügelschaden riskieren. Tschüss. Yeah, 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 yeah. Strategie klappt. Spitze. Zack. Erster Platz. Und richtig Vorsprung, glaube ich. Weil Werner muss auch noch in die Box. Und Button. Wahrscheinlich auch. Mal gucken, ob ich recht habe. Ja, noch fährt er nicht rein. Ja, jetzt können wir hier schön das Rennen von vorne wegfahren. Was auch schon fast vorbei ist gleich. Oh, krass, ey. Ja, aber 25% muss man sich echt anstrengen. Ist gar nicht so easy. Status Konkurrent. Daniel ist in allen drei Sektoren langsamer als du. Der Abstand beträgt 21,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,8. Status Teamkollege. Du bist in allen Sektoren schneller als Markus. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 30,3 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:43,8. Schade. Markus ist hinter Platz 10. Jetzt hatten sie die Platzierung angesagt. Das ist schade. So, wir können schön vorne wegfahren. Haben noch ohne Ende Sprit. Eigentlich viel zu viel. Thank you.
Ist sie in die Box gefahren? Warten wir nicht. Variante direkt auf dem dritten Platz. Auch geil. Bin mal gespannt. Hoffentlich stinkt Hamilton hier richtig ab. Ach nee, Hamilton ist ja aus dem Rennen. Ganz vergessen. Das kommt uns ja sehr gut. Ist wieder gelegen. Cool, kriegt keine Punkte. Natürlich ist ärgerlich, wenn wir daran schuld sind. Das wollte ich natürlich nicht und so. Aber umso besser für uns. Nächster Step zur Fahrermeisterschaft. Cool. Ein bisschen zu doll geschnitten. So, 4 Runden gleich noch. Sehr schön, schnellste Runde. Ein bisschen die Karte zu lang geguckt. Was wäre es denn noch gewesen jetzt? Kurz vor Schluss hier ein Flügelschaden. Sehr gut, das reicht ja. Ein bisschen vom Gas. Sehr cool, jetzt haben wir richtig Vorsprung. Geil. Schnell. So, das sieht doch alles gut aus bisher. Come on, Podium. Ja, jetzt relativieren sich schon die Plätze wieder. Da sind sie, Vettel und Rosberg. Das ist schade, weil Vettel und Rosberg sind vor uns in der WM. Natürlich cool gewesen, wenn wir noch ein bisschen weiter hinten wären. Aber wir haben unsere Punkte. Wenn nichts weiter passiert, dann werden wir 25 Punkte kriegen. Sehr schön. Also hier war das Safety Car zu unseren Gunsten auf jeden Fall. Wir schön unseren Boxenstopp timen. So, letzten 2 Runden gehen los. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 9,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichen durch. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,1. Zeit, letzte Runde. Schneller als Vettel. Da gefällt mir das.
So, Final Lap. Letzte Schikane, Herr Kurve mal nicht. Und da ist er. Sieg, Sieg, Sieg. Einfach fantastisch. Du hast den Grand Prix gewonnen. Großartige Leistung von Sauber. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Sieht so aus, als wären sie gerade schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Ein großartiges Resultat, das auch den Zuschauern sehr zu gefallen scheint. Eine großartige Geschichte, Sauber hier heute ganz oben zu sehen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Sebastian Vettel übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Pascal Wehrlein war für mich heute um Längen besser als der Rest. Er war entschlossen bei seinen Überholmanövern, zog eine aggressive Strategie durch und hat das Feld von hinten wirklich beeindruckend aufgerollt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Jo, Sauber ist zufrieden auf jeden Fall. So, gucken wir uns mal die Wiederholung an. Den Start nochmal, den ich ein bisschen versaut habe. Kommt Hamilton deutlich besser weg. Ist jetzt schon vorne. Jetzt soll ich Rosberg hier schon berührt haben. Also er hat mich eher berührt, würde ich sagen. Gab es da überhaupt eine Berührung? Hier mal den Start aus meiner Sicht nochmal. Los geht's. Da zieht Hamilton schon vorbei. Hat keine Chance. Da kommt Rosberg. Zack, ja, er hat mich berührt. Wo soll ich denn da? Ja, ist auch wieder geil. Ich krieg eine Verwarnung. So, jetzt mal gucken, Hamilton. Ich zieh rein. Ja. Ja, jetzt schwierig. Hab ich das schuld wirklich? Er ist in der Mitte. Ja. Ich lasse ihn nicht wirklich Platz, ne? Er hatte Rosberg noch, aber das weiß ich nicht. Er musste Rosberg Platz machen. Ich habe ihn quasi ein bisschen Platz gelassen, aber wenig. Wie ihr sehen kann, zack. Natürlich jetzt, da habe ich eine kleine Massenkarambolage ausgelöst.
Ah, und da fährt Vettel gegen ihn, alles klar. Er fährt durch ihn durch. Zack. Okay, ja, das... ich bin mir unsicher. Okay, habe ich Schuld vielleicht. Könnte sein. So, der Rest des Rennens war natürlich jetzt nicht so interessant. Gerade mit dem Safety Car. Gehen wir nochmal zum Boxenstopp. Der gleich kommen müsste in der nächsten Runde. So, da kommt er. Da ziehen sie alle vorbei. Ich wundere mich echt, dass wir auf dem 10. Platz nach Hause gekommen sind. Der Boxenstopp ging echt schnell. Und dann durften wir schön aufgrund der schönen Boxenausfahrt durften wir schön an vielen vorbeiziehen. Zack, zack, zack. Die müssen bremsen. Hier muss man unseren Teamkollegen vorbeilassen. Jo. Cool. Also ich würde sagen, das war ganz cool. Hat gut geklappt, würde ich sagen. Okay. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Oh, zweiter Platz. Sebastian Vettel übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Eine wirklich schwierige Entscheidung, aber ich sage Pascal Wehrlein. Wir haben sein Talent schon länger bewundern können und es ist schön zu sehen, dass er es auch in der Formel 1 umsetzen kann. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Jo, also wir haben mittlerweile Platz 2 in der Fahrer-WM. Gott, umso besser. Punktgleich mit Nico Rosberg. Und unser Teamkollege ist auf Platz 17 leider. Okay. Gut. Ja, das lief doch alles 1A. Würde ich sagen, kein Schaden. Und ersten Platz. So, mir ein paar Punkte einsammeln. 825 haben wir jetzt. Rivalität haben wir auch ordentlich zugelegt. Cool. Sehr gut. Hier nochmal ein paar. Bumm. Gut, das lief doch 1A, das Rennen. Also springen wir gleich mal ins nächste Wochenende. Das wird in Spanien stattfinden. Yeah. Auch eine coole Strecke. Oh, ein Sponsorenbonus. Cool. Dein Lass auf der Strecke ist nicht unbemerkt geblieben. Die Teamsponsoren haben mehr investiert. Cool. Danke. Hi, oh. Wie fühlst du dich heute? Unser Upgrade-Tempo ist im Moment gut, aber wir sollten uns steigern, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen. Hier ist der Bericht. Ja, Torosso. Oh, ich glaube, McLaren Honda hat uns überholt. Habe ich nicht mehr auf Platz 3. Ne, wir sind auf Platz 4 abgerutscht in dem Performance Index. Okay, alles klar. Ich sehe gerade, dass wir theoretisch genug Geld haben, um den Luftwiderstand zu entwickeln. Oder den Abtrieb. Abtrieb bringt natürlich mehr. Klar, dafür haben wir noch nicht genug Geld. Was ist denn das nächste Rennen? Also Spanien haben wir jetzt. Danach das Rennen ist Monte Carlo. Da brauchen wir auf jeden Fall Abtrieb. Wir haben leider nicht genug Geld. Ach, wir ziehen den Luftwiderstand vor. Machen wir mal, haben wir genug Geld für.
Gut, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen. War ja doch noch ganz interessant und ein schönes Rennen. Ich freue mich wie immer über ein Abo, Kommentar oder ein Like. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Und wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.